Mega! Hallo und herzlich Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind schon wieder am Gardasee. Der Trail ist recht, der Campingplatz ist recht leer und für uns geht es jetzt da hinterm Nico Richtung Altissimo, so ungefähr 1600 Höhenmeter rauf und dann nehmen wir den Trail nach Navene. Wer den noch nicht kennt, der ist ein bisschen leichter als zum Beispiel der Coast Trail und definitiv leichter als der Val de Diaol, also der ehemalige Sky Trail. Und von dem her für relativ nasse Verhältnisse ganz genau das Richtige, denke ich. Wir sind natürlich heute mal wieder spät dran, weil wir gestern Nacht angereist sind und dann nehmen wir natürlich hier die schnellen E-Bikes, dass wir schnell nach oben kommen. Wie braun der Bach in den blauen See reinläuft. Banane. Fluss. Ein Fluss ist auch ein Bach, nur ein größer. Also Gardasee kann was bei fast jedem Wetter. Nur wenn es so richtig, richtig regnet, also einfach nur regnet, dann kann er auch echt nerven, finde ich. Ja, geh mal duschen. Das wäre mutig, weil so warm ist es jetzt gar nicht im Moment. Wenn die Sonne rauskommt, schon. Also wir hatten es vorher schon warm. Da haben wir gerade Dressbeläge getauscht und ja, ansonsten. Und so Sachen noch gemacht. Das ist immer eine geile Aussicht. Mit den Zypressen noch drin. So richtig schön. Wo sind denn die Zypressen? Gardasee. Da sind doch Olivenbäume. Ja, Olivenbäume sind auch da. Geil, oh, das sieht echt gut aus. Wow. Hier am Aussichtsfels nach ca. 800 Höhenmeter ist immer ein Stopp nötig, weil das sieht immer wieder gut aus. Und meistens irgendwie anders. Nico ist gewachsen. Bin schneller. Ja, und das Rad ist geschrumpft oder eher gewachsen. Angepasst. Angepasst. Oh. Ah, jetzt passt wieder. Max, nimm an. Na, ich mag jetzt eine Pizza und eine halbe Bier. Zu fix. Ein bisschen dauert es noch. Dauern werde ich da nach oben fangen. Ja. Getriezt wird er, getriezt. Hunger. Nute. Oh no. Aber heute gibt's Pizza und Tiramisu. So ist der Plan. So, hier ist die Abzweigung für uns. Da kann man noch hochfahren oder man quert einfach rüber. Wir queren jetzt. Es tröpfelt auch schon leicht. Und hier heißt Crocefis della Busa del Bonet. Wie auch immer. Genau, 1253 Höhenmeter. Und ich habe 43% Akku noch. Ich habe noch 52. Ja, auch hier wieder. Mit dem E-Bike ein geiler Uphill. Bio vermutlich schon das Limit. Grenze. Ja. Hier sieht es immer so richtig cool aus, finde ich, wenn man den Lago di Ledro noch so schön sieht. Und da unten natürlich Limone. Und für uns geht es jetzt hier Richtung Navene. Bereit? Bereit. Und damit ging es dann auch schon los für uns. Ihr seht, jetzt scheint gerade wieder ein bisschen die Sonne rein. Es hat dann aber auch immer wieder leicht getröpfelt. Also man war sich nicht ganz sicher, was das Wetter so vorhat. Aber eins ist klar, Trail muss sein. Und dieser Trail ist eben auch einer der wenigen, der sich auch bei relativ feuchten Bedingungen ganz gut eignet. Ihr habt es gesehen, da oben war wieder eine Stellung vom Ersten Weltkrieg, wo wir gerade vorbeigekommen sind. Das sind also eigentlich alles Kriegswege und dementsprechend sind die von der Charakteristik her doch alle sehr ähnlich. Der ist wirklich ein bisschen leichter, trotzdem aber auch nicht zu einfach. Es liegt halt sehr viel Geröll rum. Man muss zuerst ein bisschen queren, da ist es auch leicht abschüssig. Jetzt nicht mit krasser Absturzgefahr, aber zum Runterplumpsen reicht es leider auch. Und ja, deswegen ist er nicht zu einfach, aber definitiv eben einfacher als so manch anderer Gardasee-Trail. Hier seht ihr, es war ganz schön zugewachsen alles. Ich glaube, dass es heuer auch noch ein bisschen krasser ist als die anderen Jahre, einfach weil halt weniger Betrieb war, natürlich jetzt Corona und Lockdown bedingt. Und ja, Geröll liegt da ja immer rum, Stauden sind da natürlich auch einige, aber heuer kam es mir noch ein bisschen mehr vor als sonst. Kann natürlich auch Einbildung sein.
Ja, wie seht ihr das so? Kennt ihr den Trail überhaupt? Und wenn ja, habt ihr den genauso in Erinnerung oder ein bisschen besser? Ich muss gestehen, ich fahre den gar nicht so oft, aber ein paar Mal bin ich ihn trotzdem schon gefahren. Und ich habe den immer ein bisschen langweilig in Anführungszeichen in Erinnerung gehabt. Jetzt diesmal hat er mir aber richtig viel Laune gemacht. Ich muss auch gestehen, vielleicht weil noch so wenig Laub auf den Bäumen war, aber man hat den See, eben hier sieht man ihn auch gerade wieder, teilweise richtig cool rausspitzeln sehen. Das hat voll Gaudi gemacht für mich. Und ja, auch so vom Fahren her ist zwar wie gesagt nicht ganz so schwer, hat diese krassen Festplatten nicht so ausgeprägt, aber trotzdem war irgendwie die ganze Sache rund und hat ja rundum einfach Spaß gemacht. Also war wirklich ein toller Tag, eine schöne Runde und jetzt habe ich wieder richtig Lust, den nochmal zu wiederholen. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen bestimmten Namen hat. Ich nenne ihn immer nur vom Altissimo aus Trail nach Nervene. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt es mir doch auch sehr gerne in die Kommentare. Und für alle, die den eventuell nachfahren wollen, ich tue natürlich auch den Track, also den Link zu Komoot, einfach wieder unten in die Infobox, also da, wo die Beschreibung auch drin steht. Und dann könnt ihr da draufklicken und euch den mal genauer anschauen. Ja, hier, das ist so eine der cooleren Stellen, finde ich, wo es doch ein bisschen ruppig wird, wo man doch so ein bisschen Felsplatten-Feeling bekommt. Und das ist einfach so Gardasee pur für mich. Das macht mir so richtig Spaß. Und da im Hintergrund seht ihr immer wieder den See rausspitzeln. Also so krass habe ich das echt nicht in Erinnerung. Wahrscheinlich wirklich dem wenigen Laub noch gedankt. Aber das war mega schön. Einfach nur traumhaft. Ja. Also bei dem Trail sieht man den See gar nicht so oft, aber wenn, dann sieht er immer richtig cool aus. Und hier habt ihr jetzt eben unten dann quasi Nervene, wo wir rauskommen, gegenüber Limone, darüber Tremosine und dann geht's zur Pizza nach da. Genau, so sieht's aus. Wir haben nämlich schon Hunger. Und wenn ihr wollt, kauft den Reiseführer von Petra. Ja.
von der Session, habt ihr es gehört? Unglaublich. Und ich das noch erleben darf. Ja, übrigens zur Fahrtechnik jetzt bei diesem losen Geröllwerk eigentlich zu sagen, wieder möglichst versuchen, genug Druck auf dem Vorderrad zu haben, den Lenker natürlich fest in der Hand, damit einem da nicht auf einmal das Lenkrad wegreißt oder auch wegrutscht. Und ja, natürlich gehört auch ein bisschen Glück und Vertrauen dazu, weil diese Felsbrocken schieben einen ja doch immer so ein bisschen in eine Richtung. Aber wenn man das mal gewohnt ist, dann geht es eigentlich super gut. Und sonst gibt es noch zu sagen, nehmt hier auch wieder ein Rücklicht mit, weil ihr fahrt ja von Torbole auf den Monte Altissimo und dann quert ihr aber den Berg so ein bisschen ab, sodass ihr eben in Navene, das ist kurz vor Malcesine, rauskommt. Und wer die Seestraße so ein bisschen kennt, der weiß, dass auch auf dieser Seite Tunnels sind. Also auch hier empfiehlt sich Rücklicht ans Fahrrad. Am besten sogar Vorder- und Rücklicht, weil gerade da sind die Tunnel zwar nicht ganz so lang, aber dafür ziemlich düster. Also da lohnt es sich umso mehr, ein Licht dran zu haben. Hier jetzt übrigens nochmal zum Trail. Diese ganzen Mauern, die habe ich gar nicht so sehr mitbekommen beim Runterfahren. Dann erst so richtig am Video, das ist auch das Coole für uns selber, weil man manchmal die Perspektive nach hinten natürlich selber gar nicht so wahrnimmt. Man fährt ja runter, man muss sich auf den Weg konzentrieren, man sieht alles, was vor einem liegt, also jetzt wieder den grandiosen Blick auf den See. Aber man kriegt natürlich gar nicht so sehr mit, was neben und schon gleich gar nicht, was hinter einem so abgeht. Und so erkennt man manchmal noch einige Schmuckstückchen am Wegrand, erst so richtig auf dem Video. So besonders krass war das mal schon vor vielen Jahren, wo ich mit meiner Teampartnerin Transalp Challenge gefahren bin. Dann haben wir bei den Bildern des Tages auf einmal so einen mega coolen blauen See gesehen und haben uns beide gegenseitig so ein bisschen angeschaut. Und dann hat der eine den anderen gefragt, so hast du den See eigentlich während der Etappe gesehen? Und wir beide, nein, haben wir leider nicht mitbekommen. Da merkt man erst, wie sehr man dann doch teilweise fokussiert ist aufs Radfahren. Und da lohnt sich manchmal auch einfach eine kurze Pause und einen Blick schwenken lassen, weil die Sachen sind natürlich am Video super eindrucksvoll oder auch auf Fotos, aber in echt unvergleichbar schön. Und von dem her, ja, im Laufe der Jahre haben wir gelernt, nicht überall einfach nur blind durchzufetzen, sondern auch mal stehen zu bleiben und einfach ein bisschen zu schauen. Generell auf dem ganzen Weg hat man gesehen, was an großen Geröllstücken und umgefallenen Bäumen so rumgelegen ist. Aber besonders an dieser Stelle seht ihr mal, was eigentlich so alles reingewaschen werden kann, wenn ein richtig krasses Unwetter oder Gewitter oder was auch immer losgeht. Weil da waren einfach ordentlich große Felsbrocken drin gelegen und der ganze Weg zugeschüttet. Also ja, manchmal empfiehlt sich es einfach dann doch besser, nicht am Berg zu sein. So wie wir es jetzt diesmal hatten, hat es nur leicht getröpfelt. Das war natürlich absolut in Ordnung und auch die beste Entscheidung, rauszugehen. Aber gerade in so Regionen, wo aus Flachland dann doch relativ hohe Berge kommen, weil wenn man überlegt, im Süden vom Gardasee ist alles noch sehr flach und dann Richtung Norden kommen einfach doch 2000 Höhenmeter Berge und da bleiben teilweise ordentlich die Wolken hängen und dann kann es auch mal ordentlich krachen, wo es echt besser ist, wenn man eben nicht oben steht. Die ganzen Bäume umgefallen, du brauchst auch nicht da sein. Nee. Genau das habe ich unterm Fahren auch schon mit Nico besprochen. Da habe ich gerade gesagt, wenn die ganzen Bäume umfallen, dann brauchst du auch nicht da sein. Ich weiß nicht, wie gut man das versteht, aber witzig, da habe ich genau die richtige Stelle erraten, um das zu sagen. Ja, dazu würde ich einfach nur als Tipp voraussagen, gerade im Hochsommer, wenn es so krasse Gewitter aufwärmt, dann lohnt sich einfach wirklich der Blick in die Wetter-App. Natürlich auch Augen auf, was sich am Himmel so tut, aber dann lieber mal auf Nummer sicher, als wie dann eben bei Gewitter oben am Berg. Das ist schon immer geil. Nicht cool. See. Ja, aber hier gibt's einen Pool. Ja, ich sehe ihn. Wer will schon einen Pool, wenn er einen See haben kann? Wohin? Rechts, oder? Zum Schluss ging es dann noch durch ein relativ steiles, enges, typisch italienisches Gässchen durch. Immer wieder mit Blick auf den See. In echt hat man ihn natürlich noch viel besser gesehen. Hier tut sich die GoPro ein bisschen hart mit der Lichteinstellung, würde ich sagen. Aber trotzdem, ihr seht ihn und es war ein mega Gefühl, da so drauf loszufahren. Wow.
Solche großen Bilder lassen sich immer gar nicht so gut einfangen, wie es in echt ist. Trotzdem, ich musste euch noch einen Schwenk machen, weil es war einfach genial. Ja, geil, geil, geil. Vom Wetter haben wir voll Glück gehabt, weil es hat ordentlich rumgezogen und schon gut gedröpfelt, aber eigentlich ist es trocken geblieben. Ja, voll. Aber da hinten kommt schon was. Das kannst du ja schicken. Ja, er will zur Pizza, aber ich auch. Egal, Wetter ist wurscht. Ja, da ist sie jetzt auch. Die Pizza, die Spaghetti, der Salat und dann gibt es noch die Ramisu nachher. Und der Negroni. Apropos Spritz. Und nach dem Essen muss der arme Mann noch werkeln. Weil ich habe nämlich schon wieder einen Platten hinten. Wo ist das Bier, Schatz? Kommt, muss verdient werden. Schauen wir mal, wie leicht der runtergeht, der Reifen. Oh ja, no, es beginnt wieder. Damit war es das dann auch schon wieder für den ersten Tag. Die Fortsetzung, ob wir den Platten gerichtet bekommen haben, seht ihr dann morgen. Lasst uns gerne einen Like da und einen Kommentar, das würde uns sehr freuen.